Wie viele Fahrzeuge fahren mit unerkannten Mängeln am Fahrwerk auf deutschen Straßen? Welches Potenzial ergibt sich dadurch für euch Werkstätten? Und welchen Vorteil haben eure Kunden? Darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Herr Mustafa, heute wollen wir klären, welche Schäden es am Fahrwerk geben kann. Interessanter halber mal die Frage erstmal, wie viele Autos fahren auf deutschen Straßen herum mit unerkannten Schäden, also wissen gar nicht, dass denen ihr Fahrwerk defekt ist? Genau, also laut der Studie von der ZTK ist es so, dass 15-20% der Fahrzeuge Mängel am Fahrwerk haben. 15-20% ist ganz schön viel, wenn man weiß, wie viele Fahrzeuge eben es in Deutschland gibt. Wie kann man als Mechaniker, als Werkstatt da präventiv schon mal vorarbeiten, dass es gar nicht so weit kommt? Also man muss schon bei der Direktannahme im Gespräch mit dem Kunden aufmerksam sein, dem Kunden richtig zuhören und gucken, was er erzählt. Wenn er sagt, mein Fahrzeug ist instabil, wenn ich beladen fahre, wankt es zu stark, sind das so die ersten Gegebenheiten, die man natürlich für die weiteren Prüfschritte mit aufnimmt. Weil natürlich nicht jeder Fahrer hat das eigene Gespür für sein Auto so sehr, dass man jetzt genau über seine Aussage schon rausfiltern kann, welches Problem vielleicht vorliegt. Richtig. Deswegen als Mechaniker dann die Sichtprüfung auf der Hebebühne. Genau, also wir haben hier das Rad abgenommen. Ebenfalls das Rad ist auch ein sehr wichtiges Bauteil, was im Grunde genommen auch verrät, ob es Schäden am Fahrwerk gibt. Auswaschung am Profil, Profilverlauf, Sägezahn, das sind so Faktoren, die da auch natürlich durch die Mängel am Fahrwerk erzeugt werden. Also hier haben wir jetzt das Rad abgebaut und man kann hier Fahrwerksfeder, Stoßdämpfer und die weiteren Bauteile hier sehen natürlich. An der Vorderachse ist soweit alles in Ordnung. Aber wir haben an der Hinterachse einen Mangel festgestellt, den ich dir gerne zeigen würde. Sehr gut. Ah ja, okay, also ich sehe jetzt schon sofort, hier ist Öl an der Seite, wo es wahrscheinlich gar nicht hingehört, sollte der Innendämpfer. Richtig. Das sehe ich jetzt sofort, aber gibt es da noch mehr? Genau, also was man hierbei natürlich sehen kann, ist natürlich der Ölaustritt, weshalb dann der Stoßdämpfer irgendwann wirkungslos wird und die Traktion des Rades verschlechtert wird. Das heißt, das Rad kann dabei flattern, das Fahrzeug kann wanken und die ganzen Assistenzsysteme wie ABS, ESP werden dadurch natürlich immens verschlechtert, also die Funktion. Das ist ja sicherheitsrelevant. Richtig. Ne? Und wichtig ist natürlich auch hier immer paarweise zu tauschen. Aber darüber hinaus muss man natürlich weitere Bauteile betrachten. Wie wir hier zum Beispiel sehen können, den Anschlagpuffer, der Druckanschlag. Der läuft ja im Grunde genommen beim Einfedern in der Extremsituation jedes Mal hier in das Öl auf. Weshalb der natürlich das Öl aufnimmt, sich aufsaugt und natürlich dadurch auch Verunreinigungen reinkommen. Wenn ich jetzt die alten Bauteile mit den neuen Stoßdämpfer einbauen würde, kann es natürlich zu Folgeschäden an den neuen Produkten führen, weshalb dann natürlich die Funktion der Stoßdämpfer gravierend beeinflusst wird. Das heißt, hier kann ich als Mechaniker schon den nächsten Mangel selber kreieren, wenn ich nicht alle Bauteile wirklich genau austausche. Richtig. Und paarweise hast du schon erwähnt, das heißt, wenn der rechte Stoßdämpfer defekt ist, muss ich aber auch den linken austauschen, obwohl der vielleicht noch in Ordnung ist. Genau, also in Ordnung ist ja immer so eine Gegebenheit, die man nur per Sichtprüfung grob einschätzt. Aber die Laufleistung ist ja auch ein Faktor, der groß einschlägt, weshalb da natürlich der paarweise Austausch Sinn macht. Also es ist gut, dass man natürlich Premium-Produkte einbaut, aber genauso ist es auch unerlässlich, dass die Arbeit auch Premium ist. Und generell, man sieht schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber es ist wichtig, dass man wirklich an alles denkt, damit die Autos sicherer werden in Deutschland. Richtig. Über unseren öligen und damit defekten Dämpfer haben wir eben schon ausführlich gesprochen. Aber es gibt noch weitere Mängel, die wir ansprechen wollen. Richtig. Bei den Stoßdämpfern ist es so, dass dann nicht nur die Ölundichtigkeit zu einem Mangel führen kann, sondern der Stoßdämpfer selber kann durch den Dauerbetrieb und durch die Belastung die Dämpfleistung verlieren. Das heißt, dass der Stoßdämpfer nicht mehr das Rad sicher auf dem Boden halten kann. Genauso ist es so, dass der Stoßdämpfer durch einen Defekt an der Staubschutzmanschette nicht mehr an der Kolbenstange geschützt wird und folgedessen Steinschläge die Kolbenstange beschädigen und folgedessen das Verschlusspaket undicht wird und der Stoßdämpfer Ölaustritt hat. Wir haben auch elektronische Stoßdämpfer, die dann mit dem Fahrzeug direkt verkabelt sind und mit dem Steuergerät kommunizieren. Hier kann man im Grunde genommen über das Diagnosetool den Stoßdämpfer elektronisch auf Fehler überprüfen.
Das macht das natürlich als Mechaniker erstmal einfacher, wenn ich über den Tester schon mal eine Info bekomme, funktioniert das Fahrwerk oder nicht. Aber nicht jedes Bauteil kann elektronisch geprüft werden. Genau, ne? Also wir haben hier die Anbauteile wie das Domlager, welches ja das Bindeglied zwischen Fahrwerk und dem Fahrzeug ist. Dieses kann durch den Verschleiß die Achsgeometrie verstellen, weshalb Auswaschungen am Reifenprofil Folgeschäden werden. Genauso das Drehlager. An der Vorderachse ist es so, dass das Drehlager durch Verschleiß bei dem Lenkvorgang Knackgeräusche hervorrufen kann. Der Anschlagpuffer beschränkt den Einfederweg. Wenn dieser durch Witterung und Verschleiß zerbröselt auseinanderfällt, ist es so, dass das Rad viel weiter einfedern kann und der Kontakt zwischen Reifen und dem Fahrzeug nicht mehr zu verhindern ist. Genauso auch der Komponentenschutz an den Fahrwerksbauteilen. Ein weiteres wichtiges Bauteil ist natürlich unsere Fahrwerksfeder. Da kann es natürlich passieren, dass die ermüdet und erlahmt durch den Betrieb oder auch starke Korrosion oder einen Bruch haben kann. Dieses stelle ich dann bei der Sichtprüfung fest. Und die Sichtprüfung ist also unerlässlich, auf jeden Fall, aber genauso wie die Probefahrt. Und über die Probefahrt möchten wir jetzt reden. Jedes Auto, was in der Werkstatt ist, muss natürlich vom Meister, vom Mechaniker nochmal Probe gefahren werden. Bei dieser Probefahrt achte ich einfach auf Geräusche vom Fahrwerk. Das heißt, habe ich irgendein Poltern zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist eben, wie spurstabil ist das Auto? Bricht das Auto aus beim Bremsen? Das kann eben auch ein Indiz sein für einen Mangel am Fahrwerk. Wie ist das beim Bremsen? Nickt das Auto tiefer ein? Wie ist das in der Kurve? Zieht er etwas zur einen oder zur anderen Seite, habe ich selber ein relativ unsicheres Gefühl. Das sind alles Punkte, die ich dann eben beachte. Wie ist das zum Beispiel auch mit Seitenwindempfindlichkeit? Das heißt, wenn die Region es hergibt, fahre ich dann über so eine Brücke und dann merke ich direkt, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Oder eine andere Sache ist, man nutzt einen Fahrwerktester. Fahrwerktester hört sich ein bisschen so an, wie was ich kenne aus dem Motorsport, der Seven Post. Da stelle ich das Rennauto drauf, das wird richtig durchgerüttelt. Das ist so ähnlich, oder? Ja, ist so ähnlich. Also das Auto wird auch richtig durchgerüttelt. Das heißt also, die Reifen stehen ja auf diesen Prüfplatten und dann haben wir eben diese Bewegung. Und da wird eben geprüft, ab wann verlässt der Reifen, sage ich jetzt einfach mal, diese Platte und die Bodenhaftung ist nicht mehr gewährleistet. In der Werkstatt oder wir in der Werkstatt, wir gucken dann eben genau, wie ist der Unterschied von der linken zur rechten Seite der Achse. Ist der zu groß, muss der Mechaniker den Mangel finden. Das heißt also, wir gucken dort immer wirklich alles nach, vom Reifen bis hin zum Stützlager, das geht da alles rein. Und das Interessante ist noch dabei, dass wir so einen Fahrwerktester mobil gemacht haben. Das heißt also, wir haben dann einen Anhänger, wo dann eben wirklich Kollegen von uns zur Werkstatt rausfahren und dann so einen Fahrwerktesttag mit der Werkstatt durchführen und dort dann eben ja wirklich das Thema Fahrwerk etwas näher bringen. Ja, und durch diese Analyse kriege ich ja auch einen Mehrwert für den Kunden. Ich kann ihm schwarz auf weiß zeigen, schau mal, dein Fahrwerk ist nicht mehr so frisch, wir müssen da mal Hand anlegen. Und damit bekommt ihr ja mehr Auslastung in eure Werkstätten, was positiv für euch ist, aber auch für den Kunden. Der Kunde bekommt ein besseres, sicheres Fahrzeug wieder, ist glücklicher und kommt beim nächsten Mal auch wieder zu euch. Also eine klassische Win-Win-Situation. Interessiert euch das Thema Fahrwerk jetzt mehr oder habt noch Fragen? Geht auf die Bilstein-Webseite. Unter dem Werkstattportal findet ihr die Bilstein Academy und da könnt ihr euch gerne jederzeit melden.